So, herzlich willkommen zu Witcher 3 Blood and Wine. Wir haben heute noch was aufzulooten, wie man sehen kann. Mal gucken, was ist denn? Oh, da kommt schon wieder ein Nebling. Hallo, würdest du? Dankeschön. Bewachter Schatz. Na komm. Wow. Was war der? Wow. 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 Jetzt müssen wir hier weg. So. Und den hat es wahrscheinlich von sich aus erledigt. Das war ja nochmal eine richtige Balgerei. Krass. Und da haben wir ein Schätzelein. Ah, ein Hase haben die umgebracht. Na, die Schweine. Dieser Hase ist jetzt gerecht. So, Monster. Zahn. Monster-Ohr. Und da ist natürlich auch wieder ein kleiner Schatz. Ein Schatz. Smeagol. Was? Ohne Scheiß jetzt. Smeagol Serkis Notizen. Das war nicht geplant. Smeagol Serkis. Ich habe verloren, mein Liebling. Jemand hat ihn gestohlen. Meinen Schatz, meinen Löffel. Diese Kreatur aus dem Carobertawald. Sie muss es gewesen sein. Die Hilfskraft berichtet, dass in der Stadt überall von vermissten Löffeln die Rede ist. Und das schon eine ganze Weile, da diese Kreatur in ganz Buclair gestohlen hat. Und gestohlen hat. Und von unserer tapferen Waffe nicht gefasst wurde. Bedeutet das, dass sie klug sein muss, vielmehr gerissen. Und jeder, der klug ist, lässt sich mit sich reden, besonders wenn es um Geld geht. Also habe ich meinen Juwelier Martenberg gebeten, einen Löffel aus reinem Gold anzufertigen, den ich dann im Carobertawald mitnehme, nach dem Monster suche und ihm einen Tausch vorschlage. Ein Löffel aus Gold gegen meinen kostbaren Schatz. Jo, scheiße war's. Und nicht die Lerche. Oh, hier ist noch was. Glühendes Erz, das ist schön. Oh, machen wir noch ein bisschen rum. Siehst du? Cool. Okay, können wir die auch noch ummachen? Yeah, geht. So. Da ist noch so. Kammernbär. Ich meine, das können wir verkaufen. Die Leute ahnen ja nicht. Die Leute ahnen ja nicht, wo es herkommt, ne? So, wir hängen gerade fest. So. Wir haben jetzt erstmal was ganz anderes eigentlich gemacht, als wir machen wollten. Müssen wir irgendwas reparieren? Wir machen mal ganz kurz einen Schläfchen machen wir, um alles wieder aufzufüllen. Die Neblinge sind ja weg, also die kommen ja nicht nochmal wieder, wenn wir die platt gewalzt haben. Wichte. Wir wissen noch, bei Wichten sind meistens irgendwelche, was waren denn das, diese Hunde dabei. Und da brauchen wir natürlich nicht verfluchten Öl, sondern Geisteröl. Gucken wir mal. Ist jetzt nur mal ein Tipp. Es kann natürlich auch völlig sein, dass ich jetzt hier daneben liege. Es kann sein, dass ich völlig daneben liege, aber es ist egal. Wo sind die denn? Was ist denn da? Yo. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Cool, die sind ja. Wow. Okay.
Okay, da ist wieder ein kleiner Hase vermutlich. Wir können natürlich jetzt auch mal... Oh, das sind keine... Wir könnten natürlich auch mal gucken. Ah, das sind wieder kleine Nieblinge. Komm schon, komm näher. Na, wo sind er? Wo ist er denn? Da ist er. Komm, komm, komm. Wow. Gut. Wow. Wow. Nein! Mach doch so einen Scheiß nicht! Würdest du bitte das Schwert rausnehmen? Danke. Na, wo ist er denn? Da ist er. Gut. Das sind aber ganz schön viele Neblinge, die hier rumhängen. So. Ich hatte jetzt hier wegen dem Gebell da und diesem Geheule gedacht, das sind alles irgendwie, wie sagt man denn? Hunde. Also diese komischen Bargasten, Bargusten. Wir machen kurz. Ist hier der weiße Honig noch drin? Ja, gut, okay. Und tschüss. So. Runen des... Aha. Löffel. Löffel über Löffel. Ich gucke eigentlich ständig, wo jetzt diese Hunde sind. Suche nach dem Lager des Wichtes. Das klingt so komisch, echt, ey. Zeig mal, wie weit sind wir denn? Naja, gut. Regis Rabe hat nicht gelogen. Es ist alles voller Löffel. Ah, okay. Wow. Okay. Es ist halt, du könntest halt vielleicht so einen Kampf mit, mit Irden beginnen, aber mir schien einfach da jetzt auch gar nicht irgendwie so schlecht geeignet, ja, um die ein bisschen auf Abstand zu halten. Also so schlecht muss ich sagen. Seltsam. Mir ist, als würden die Löffel einen Rhythmus trommeln, eine Botschaft an mich. Es ist nur die Hintergrundmusik, Geralt. So. Da ist eine Türe. Oh Gott, 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 oh Gott. Das ist genauso ein Gefühl wie bei Heart of Stone, bei diesem Geisterschlösschen. Wo wir ja auch ganz geraume Zeit verbracht haben. Kommst du? Oh, okay. Danke. Nee, da ist nichts drin. Okay. Ja, also wir müssen eh in das, Haus, das habe ich schon gesehen. Und die Bargusten werden auch nicht weniger, denke ich. Oh, okay, abgeschlossen. Verstehe. Krass. So Stützpfeiler, wofür ist denn sowas gedacht? An sich eigentlich auch ein schönes Anwesen, ne?
Aber sieht genauso wie das von Olgierd aus. Jetzt weiß ich den Namen wieder. Und auch so diesig hier und alles, ne? Das ist schon wieder einmal sehr atmosphärisch gehalten hier alles. Okay. Dann lass uns mal weiterschauen. Ja, ich mach mal langsam hier. Man hört ja schon wieder irgendwas rotieren da hinten. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Da ist jemand besessen. Regis sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Ich muss mich umsehen. Okay. Moment, ich muss mich kurz mal kratzen. So. Also hier ist ja alles voll mit schmutzigem Brief. Molly, oder? Wer hat das geschrieben? Marlene, liebste Tochter, du hast keine Vorstellung davon, wie sehr es einen Vater schmerzt, diese Worte zu schreiben. Ein Vater, der sein eigenes Kind verlassen muss, ist kein Vater mehr und sein Herz wird niemand froh. Leider bleibt mir nach allem, was geschehen ist, keine andere Wahl. Wir müssen mit dem gesamten Haushalt unser Anwesen verlassen. Denn du wurdest uns durch diesen Fluch genommen und zurückgeblieben ist nur eine geistlose, blutrünstige Kreatur. Okay, das passt ja auch schon mal mit dem Fluch. Wir gehen nach Norden, nach Kovir, und solltest du diesen Brief jemals lesen, was bedeuten würde, dass du wieder ein Mensch bist, solltest du dort nach uns sehen. Ersuchen. Ich verspreche dir jedes Jahr jemanden zu schicken, der nach dir sieht, schaut, ob du am Leben bist und wenn ja, in welcher Form. Der Glaube daran, dass du eines Tages wieder meine geliebte Marlene sein wirst, gibt mir Kraft, weiterzuleben. Vielleicht dauert der Fluch auch nicht für immer an. Vielleicht kommt jemand vorbei und kann dich von dieser Bürde erlösen. Lebe wohl, dein dich liebender Vater. Okay. Gut, dann wissen wir jetzt schon mal ziemlich genau, aha, verflucht. Mal kurz darüber gucken, ob da nicht irgendwie Florin drin sind oder so. Und da unten war, glaube ich, irgendwas. Aha. Was ist jetzt denn da? Da ist irgendein Vieh, ja, aber ich wollte vor allen Dingen mal gucken, da ist ja ein... Okay. Ist das Ding hier unterkellert oder was? Wow, da geht's aber steil bergab. Okay, dann... auch nochmal zu dem Smeargold vorhin. Das war krass. Oh, hier geht's hoch. Das war krass, das hatte ich, da war ich sehr verdutzt eben gerade. Oh, okay. Kann man das noch irgendwie, okay. Ich bin leider irgendwo festgehakt gerade. So. Dann mal gucken hier, was es noch gibt. Ein Bretterverschlag. Und der ist soweit dicht. Oh, hier wackelt das. Hier wackelt das Ding. Holla. Ja, dann sind das wahrscheinlich schon die Runen, die wir gelesen haben.
ich weiß, wahrscheinlich muss man einfach durch die Pforte gehen, aber du weißt doch. Du weißt es doch. Kann man noch, Jo? Wow, sorry. Du weißt es doch. Huh. Gut, Glück gehabt. Verdammt. Dann gehen wir mal da rein. Was für ein Schweinestall. Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeichel. Mhm. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Was waren denn Wichte nochmal gerade für Viecher? Ich hatte noch gar nicht zu Ende erzählt. Ich habe ja wieder vergessen. Warte. Klasse, Alchemie. Bestiarium, Wichte. Das waren dann Geister, oder wie? Ätherische, Pestmeiden, Nachterscheinung. Ebens, weiße Dame, Büßer. Hybride? Nee, irgendwo war das doch hier. Konstrukte, Golems, Nekrophagen waren das dann. Oder? Da ist ein Wicht. Gucken wir gerade nochmal kurz rein. Nekrophagenöl, klar, Axi. Als Kampfstrategie empfiehlt sich zuerst, die Monsterschergen mit Axi-Zeichen auszuschalten und dann ihren Herrn anzugreifen. Wichte sind resistent gegen Gift, aber auch empfindlich gegen Silber. Okay, gut so. Wir müssen halt aufpassen im Grunde, weil wir ja in sein Territorium reingehen. Hm. Das merke ich mir sowieso nicht, ne? Was da alles steht. Aber das für uns Wichtige haben wir rausgekriegt. Da war doch irgendwo dieses Orkoiden-Nekrophagen da. So. Da war doch dieses Orkoidenöl, was Nekrophagen eigentlich waren. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Mhm. Oh. Geht ja hier wie Brezelbacken. Ich habe seit Tagen Schwindelanfälle. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn das so weitergeht, muss ich einen Kräuterkundler aufsuchen, obgleich ich Zauberei nicht ausstehen kann. Die Schwindelanfälle haben nicht nachgelassen. Jetzt sind auch noch Schmerzen dazugekommen, so stark, dass ich manchmal nicht mehr sehen kann. Ich war bei der Kräuterfrau. Eine abstoßende alte Hexe, die mich angaffte, als hätte sie ein Monster gesehen. Sie gab mir irgendein verfluchtes Gebräu, das ich nun zweimal täglich trinken muss. Es hilft ein bisschen. Heute blickte ich wie üblich in den Spiegel. Was ich da sah, machte mich sprachlos. Ich suchte immer nach Fältchen oder Augenringen, doch heute, ich wünschte, es wären nur Fältchen. Mir wachsen Haare auf den Brüsten. Es ist abscheulich. Das muss an diesen verdammten Kräutern liegen. Ich ging zur Kräuterfrau, um sie zu verprügeln, aber ihre Hütte war verlassen. Sie muss gewusst haben, was mir bevorsteht und das Weite gesucht haben. Meine Familie schöpft allmählich Verdacht, obwohl ich das Haar zurückschneide, das immer schneller wächst. Ich versuche, den Gedanken nicht zu denken, aber ich schaffe es nicht mehr. Vielleicht waren es gar nicht die Kräuter, sondern ich bin von diesem alten Bettler verflucht worden, den ich einst verjagen musste. Ich muss es herausfinden. Ich muss jemanden anheuern, der die Kräuterfrau findet. Ich kann nicht denken und kaum schreiben. Einsamkeit, keine Familie. Essen, ich will essen. Kein guter Löffel, leere Löffel, nichts zu essen. Es tut weh. Spiegel, Lügen, nein. Armes Mädchen, hat gemerkt, dass sie allmählich zum Monster wird und hat es aufgezeichnet. Rührend. Mhm. Der Löffel ist ein Meisterwerk.
Der muss reichen Leuten gehört haben. Da rappelte doch irgendwas. Ein zerschlagener Spiegel. Mochte sich da jemand nicht ansehen? Vielleicht ist die Autorin des Tagebuchs das Monster, das hier haust. Das ist sicherlich eine richtige Schlussfolgerung aus dem Ganzen hier. Und wir wissen jetzt... Okay. Dann haust hier nicht nur ein Monster, wie man aus dem Ganzen herausholen kann. Insektoiden. Konstrukte, Relikte, Rokoide, Vampire, Insektoidenöl. Okay, schauen wir doch mal. Kein Löffel soll dich sättigen. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Okay, da ist noch was Rotes. Da sind noch ein paar Löffel. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Okay. Ein Löffelschlüssel. Fein gearbeitet. Mit Inschrift. Der Wicht ist ein wahrer Sammler. Okay. Notiz. Hiermit ist zertifiziert, dass das Auktionsobjekt ein antiker Löffelschlüssel, gefertigt 1210, der Werkstatt Christoffersen und Söhne Eigentum der Smigole Serkis ist. Besitzer der Fasanerie. Oh, okay. Da können wir auch noch mal zur Fasanerie nachher mal zurückgehen und mal Bescheid geben, ne? Und der Smigol, also schön, dass sie da jetzt was reingepackt haben, dem Schatz. Und das hat so gut gepasst, dass ich bin immer noch vollkommen behämmert sozusagen. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Warte mal. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Ich bin noch etwas vorsichtig hier. Nicht, dass hier irgendwas einbricht oder so. Wenn wir, da ist noch ein Löffel, machen wir den zuerst. Weil es ist ja offensichtlich, dass wir... Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Ja. Und da geht's sicherlich in den Keller. Ja. Alles klar. Gut, dann gucken wir doch mal, was es gibt. Oh, das ist echt wieder so eine Art of Stone Atmosphäre hier. Skelette. Die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen? Würde passen. Rechter Arm abgebissen. Alle Zähne ausgeschlagen. Jemand wollte ihn gewaltsam füttern. Hals gebrochen, Schädel eingeschlagen. Mit einem schweren Objekt. So was macht man aber auch nicht. Keine Klauen und Bissspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Ah, okay. Keine Klauen. Gut, kann man Bissspuren. Vermutlich kann man wurde er erstickt. Hallo, was war das denn? Untersuchen, Hammer. Ich dachte, ich hatte noch gehofft, man könnte noch irgendwas mitnehmen. So, aufnehmen. Verrotteter Brief. Lieber Meister, was höre. Oh, wieder von Marlene. Lieber Meister. Levasseur,
Ich weiß, dass du seit Jahren dein Auskommen mit der Jagd auf Gesetzlose verdienst. Ich hätte einen ungewöhnlichen Auftrag für dich. Vermutlich wunderst du dich, dass ich dich hier herausbestellt habe, ohne selbst anwesend sein zu können. Leider ist in meiner gegenwärtigen Lage jede Art von Treffen sehr riskant. Weniger für mich als vielmehr für diejenigen, mit denen ich mich treffe. Abgesehen davon ist dies der Kern der Sache. Auf mir lastet entweder ein Fluch oder, was ich hoffe, daher wende ich mich an dich, die Nebenwirkung einer Medizin, die ich vor einiger Zeit von einer Kräuterfrau erhielt. Das Problem ist, dass sie kurz nach meinem Besuch bei ihr spurlos verschwunden ist. Es ist ein verzweifelter Wunsch, meinem Gebrechen auf den Grund zu gehen, und daher heuere ich dich an. Du sollst eine gewisse Frau finden, die in dieser Gegend die Kräuterkundige war. Wenn du das schaffst, so musst du möglichst viel über die Medizin herausfinden, die sie mir gegeben hat. Wenn mein Leiden ihr Werk ist, so beschaffe ein Gegengift bei ihr. Du sollst es nicht bereuen. Ich bin wohlhabend und werde nicht geizen, wenn ich deine Dienste vergüte. Wenn mein Zustand nichts von mit ihren Machenschaften zu tun hat, dann lass sie gehen. Denn dann bin ich in den Fängen eines fürchterlichen Fluchs, von dem mich nur die Götter befreien können, und den ein gewisser Bettler gewirkt haben muss, der eines Abends zum Anwesen kam, als ich gerade Gäste hatte. Wenn du diesen Herumtreiber finden kannst, bezahle ich dir das Doppelte. Leider weiß ich nichts mehr über ihn, als den Umstand, dass er Spiegel verkauft hat. Okay. Spiegelmeister? Bitte nicht. Das ist einigermaßen nicht viel, aber doch etwas und besser als nichts. Ich vertraue auf deine beachtlichen Fähigkeiten und wünsche dir viel Glück, Marlene de Trastamere, Mara. Okay, ich muss gleich husten, aber ich kann es gerade noch mal wegdrücken. Okay, durchsuche Lage des Wichts mit Hilfe der Hexersinne. Es wäre natürlich interessant, dass wir jetzt entsprechend auf die Suche gehen, ne? Also das muss man halt auch mal so festhalten. Gut, gespeichert haben wir. Gehen wir ganz kurz hier auf Igni. Und dann wird sich ja wohl irgendwas finden. Ausmachen? Ausmachen. So. Also irgendwo sind doch die Viecher. Sieht tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Ich guck mal ganz kurz hier. Finde den Kessel des Wichtes. Okay, also wir können da nichts mehr tun. Ist noch ein Löffel, ich meine da. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Gut. Boah, eben dachte ich, da kommt irgendwas. Irgendwas hat jetzt gerappelt hier. Okay. Gehen dann mal da kurz lang. Puh, Alter. Das ist hier echt. Oh. Ein ganz normaler Löffel. Aha. Etwas angejahrt vielleicht. Hier müssen es doch irgendwelche Viecher sein, oder? Das sind ja Tausende. Oh Gott. Der Wicht muss lange gesammelt haben. Ah, hier ist das Zeichen. Wir sind jetzt auf Höhe von diesem äußeren Ding. Oh Gott, diese vielen Löffel. Wo ist nur dieses Vieh jetzt? Das mich hier schon die ganze Zeit so. Okay, da ist noch ein Löffel hier.
der Weisheit zu Monsterflüchen. Warum liegt denn das hier? Monsterflüche und ihre Beschreibung. Einführung. Flüche, die Mitmenschen in Monster verwandeln, gibt es seit Anbeginn der Zeit. Ihre Ursprünge sind so vielfältig wie ihre Wirkungen. Meistens wird der Fluch von Magiern oder Zauberinnen gewirkt. Er verwandelt das Subjekt. Das geschieht nicht immer sofort. Manchmal verwandelt sich die verfluchte Person auch allmählich. Es kommt auch vor, dass der Fluch von einem normalen Mitmenschen gewirkt wird, dessen Gewissen rein ist und der gute Taten getan hat. Eine solche Person kann mächtig sein und jene verfluchen, die das Übelste tun. Solche Flüche sind stark und nicht einfach aufzuheben. Flüche, die menschliches Elend rächen, sind meist langwierig und leidvoll. Hm. Okay. Hier haben wir noch ein Löffelchen. Hallo? Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Okay. Wir kamen von hier oben. Untersuchen. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Wir werden hier also nicht mehr sehr viel mehr finden. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Okay, den sieht man jetzt gar nicht. Okay. Gut. Ich glaube, wir haben hier mehr oder weniger gleich noch einen Bossfight vor uns. Ah, da ist auch noch ein Löffel. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Okay, dann würde ich sagen, wir haben ja so gut wie alles belöffelt, was nur ging. Ist da oben noch irgendwas vielleicht? Nee. Okay. Ja, eigentlich wissen wir ja schon, was jetzt abgeht, oder? Insofern. Abgeschlossen. Schlüssel benötigt. Wir haben doch diesen... Dingsbumschlüssel, reicht das nicht? Hm. Gut, dann haben wir den Schlüssel noch nicht, den wir also brauchen. Oh, das ist hier ein, schon wieder so eine echte... Puh. Und wir haben noch nicht mal die richtige Story jetzt angefangen, glaube ich. Ich möchte bitte zurück ins Sonnenlicht. Gut, ja, dann glaube ich, wir haben oben nichts mehr, dann müsste es bald hier irgendwo... Da ist der Kessel. Der Wicht okay. Ist ja nicht sehr ordentlich. Ja, naja. Gut, untersuchen. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Der Wicht, der hier haust, der steht unter einem Fluch. Und er will ihn verzweifelt loswerden. Und er füttert. Und er füttert haufenweise. Und er füttert haufenweise unschuldige Leute. Der Wicht ist besessen. Ah, ja, ein okay. Echter Sammler. Gut. Zwergenmetzstein, okay. Herzoffiziersrüstung, ja, na gut, das ist eher was. Das ist eher was nochmal. Zwei Gewürze. gut, dann. Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten, sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. Aha. Hört sich an wie ein kleiner Kleffer. Wie Kremlins eigentlich.
Ich meine, wenn wir ihn am Leben lassen können oder sie, sollten wir das tun. Hallo. Oh Gott. Ich tu dir nichts. Ich will dir helfen. Ich habe die Worte des Fluchs gelesen. Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhebt. Nein. Du wolltest Leute herbringen und zwingen, deine Tischgäste zu sein, nicht? Ich bin jetzt dein Gast, dein freiwilliger Geist. Das Einzige, was noch bei dem Spruch nicht erfüllt ist. Die guckt nicht gerne in den Spiegel und was war das andere? Ich habe es gerade wieder vergessen, ich hatte es gerade noch parat. Ach, sie kann nicht, sie ist nicht satt, noch wenn sie Löffel. Ah, mich zu beeinglück. Und jetzt bist du dran. Mach mal den Wortlaut. Ich muss mich an die genauen Worte erinnern. Der Fluch lautete: Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen, kein Löffel soll dich sättigen, nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wünschen. Tauschen Löffel macht keinen Sinn, ohne Löffel essen. Hoffentlich reicht das. Wir dürfen keine Löffel benutzen. Nein, das funktioniert nicht. Du hast nach einem Löffel gesucht, der dich füttert. Aber es gibt keinen. Genau. Wir müssen ohne Löffel essen. Das ist so eine Atmosphäre hier, das ist unglaublich. Ich hab Gänsehaut hier. Oh Gott. Öffne deine Augen. Du musst sehen, wie du aussiehst. Sehen, was aus dem Wicht geworden ist. Dürfte nicht schwer. Oh, Scheiße. Zu finden sein. Immer dem Gestank nach. Okay. Ich will nur gucken, ob es noch was irgendwie Schönes gibt jetzt. Noch, ob es irgendwie was. Gut. Okay. Gut. Das war nur auszünden, ne? Auszünden. Oh Gott, das war so. Das war so. Ey, Alter, wir. Also als normaler Mensch hätten wir dem nicht helfen können. Bin ich sehr fest überzeugt. Was sind denn diese Endriaden? Sind die da draußen? Meint es das? Wissen doch schon wieder, was abgeht. So, ich möchte jetzt einfach gar keinen großen Diskurs haben. Wie war denn das, Geister? Und wir lassen es auf Igni. Ich habe mich lieber mal wegbewegt, weil irgendwie alles, auch diese Arschespuren und das ganze Gelumpe und das ganze
Lumpe. Wenn die explodieren oder final sterben, machen die auch nochmal richtig Schaden. Komm. Hallo? Wo bist du denn? Ah, da bist du. Ja, komm schon. Okay. Auch gut. War da irgendwas Rotes? Nee. Wir lassen das kleine Ding mal. Oh Gott. Sind ja wieder diese. Nee, da ist Marlene. Ich dachte, es wäre Nebling. Oh. Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Essen. Boah, Alter. Essen. Ich schätze mal, die ist ein bisschen älter, als sie damals war. Oh nein. Ich bring dich in Sicherheit. Ich dachte, sie ist gestorben. Wo bringt er die denn hin? Ich meine, da kann sie nicht bleiben. Das so in ihrem Zustand. Ach, war das jetzt... das war so... Ah, Corvo Bianco. Na gut, klar. Ich meine, Gästezimmer hin oder her, ne? Also habe ich sie an die Hand genommen und hergebracht. Das schien mir der einzig richtige Ort für sie zu sein. Alter. Das war richtig so, Herr. Hier wird sie sich schnell erholen. Keine Sorge, Herr. Ich kümmere mich um alles. Hier ist sie in Sicherheit und in guten Händen. Sie kommt bald wieder auf die Beine. Das könnte etwas dauern. Sie hatte 100 Jahre lang nichts gegessen. Ach, du lieber Gott. Schrecklich. Wie kann sowas sein? Sie hat mir auf dem Weg hierher ihre Geschichte erzählt. Ihr Name ist Marlene. Einst war sie die sehr schöne und stolze Erbin des Trastamara-Anwesens. Eines Abends, als sie ein Bankett für Freunde gab, kam ein Bettler ans Tor und bat um Almosen. Er hatte eine Schüssel und einen Löffel dabei. Er saß vor ihrem Zaun und wartete. Ich habe von dem Brauch gehört. Ein uraltes Gastrecht, das jeden verpflichtet, einem Gast Speis und Trank zu geben, damit dieser nicht hungrig geht. Diesen Brauch zu verletzen, bringt großes Unglück. Marlene hatte für die alten Bräuche nichts übrig. Sie jagte den Mann fort und sagte, sie würde die Reste von ihrem Fest lieber den Hunden vorwerfen, als dem Bettler was abzugeben. Der Bettler zerbrach seinen Löffel und sprach einen Fluch aus. Sie war schön, also sagte er, dass sie nie wieder in den Spiegel zu blicken wagen würde. Da sie Feste liebte, schwor er, niemand solle je wieder mit ihr an der Tafel sitzen. Und da sie sich sogar weigerte, ihm die Brotkrumen von ihrem Tisch zu geben, schwor er, dass kein Löffel der Welt sie je wieder sättigen könne. Eine harte Strafe. Es war sicherlich nicht einfach, den Fluch zu brechen. Flüche sind vertrackt. Sie spielen mit der Ironie. Man muss immer den Haken an der Sache finden. Marlene hat jahrzehntelang nach einer Lösung gesucht. In einen Wicht verwandelt hat sie Löffel geklaut und Menschen zu sich nach Hause gelockt, damit sie mit ihr speisen. Das hat nicht funktioniert. Und was hat funktioniert? Jemand musste eine Mahlzeit mit ihr einnehmen. Aus freien Stücken. Man musste ohne Löffel essen und sie dazu bringen, ihr Spiegelbild zu betrachten. Das ist alles? Nur das war notwendig? Die einfachsten Lösungen fallen einem oft erst sehr spät ein. Außerdem ist es als Wicht schwierig, einen Menschen zu finden, der freiwillig mit einem speist. Das kann ich mir denken. Aber nun ist es endlich vorbei. Mach dir keine Sorgen. Hier ist sie in guten Händen. So, Gwyn gespielt, dieser Ort, bis dann.
Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Mist. Ein verfügbarer Punkt. Nochmal 900. Okay. Oh, shit. Okay, jetzt kriegt man nicht mehr so Fettpunkte. Gut. Weinfäden sind jetzt eh im Arsch auch. Und bald diese ganzen... Und bald diese ganzen anderen Geschichten auch. Große Fußstapfen. Bauplatz. Okay, Rittergeschichten. Sprich Jakob, Maskerade für fortgeschrittene Ritter zu Diensten. Ja, wir haben ein bisschen zu spät vielleicht auch angefangen, ne? So, also hier mit der Hauptquest weiterzumachen. Oh Scheiße, Alter, wir kriegen das niemals. Alles parallel. Die Frage ist halt, oh, 1 und 5 haben wir schon zufällig gemacht, verstehe. Geh wieder zu Regis, okay. Ja, komm, wir versuchen mal, uns weiterzuentwickeln. Können wir mit der irgendwie quatschen noch heute? Mal probieren. Ich danke dir. Oh, ist das lecker. Naja, gut. Dann lassen wir mal die... Jetzt muss ich kurz husten. So. Okay. Mit einem wunderschönen Mond verabschiede ich mich diesmal von dir, vom Corvo Bianco aus. Vielen Dank, dass du dabei warst und das nächste Mal gehen wir dann zu Regis und schauen, wie es weitergeht mit der Homequest. Also bis dann, mach's gut, ciao.